Francesco, ich denke mal, dadurch, dass das Spiel heute ja so ein großartiges Landesligaspiel war, kannst du es vielleicht ja verzeihen, dass es heute nicht für die 3 Punkte gereicht hat, die ihr euch heute noch stehlen lassen habt? Ja, ist natürlich schade, dass wir eine 2-0-Führung nicht über die Zeit bringen. Trotzdem Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir haben hier über 60 Minuten gezeigt, dass wir zu Recht da oben stehen. Und ich denke, jeder, der hier war, konnte sich davon überzeugen. Die Mannschaft hat eine richtig gute Reaktion gezeigt auf letzte Woche. Deswegen sind wir als Trainer extrem stolz auf die Truppe. 60 Minuten den Gegner im Griff gehabt, dass du ihn dann mit dieser Qualität nicht 90 Minuten komplett ausschalten kannst, ist auch klar. Wobei man natürlich über die zwei Gegentore doch sprechen muss. Ja, das erste fällt nach einem Foul an unseren Torhüter. Ja, die Regel besagt, dass es Foul ist. Schiri pfeift vorher eine ähnliche Situation an unseren Torhüter, weil er es muss. Ja, in der Situation dann beim Eckball pfeift das nicht. Vielleicht auch der Druck dann von außen, die mit den Zuschauern, mit den Fans von Bilfingen, die ihm dann Druck machen, dass er vielleicht die Entscheidung dann nicht trifft. Dadurch fällt das Tor. Darüber müssen wir einfach sprechen. Und das zweite Tor, bevor der Eckball entsteht und man weiß, Eckball ist von ihnen eine Waffe. Ja. Der Eckball darf aber nicht entstehen, weil vorher, bevor der Eckball entsteht, ein Spieler, der im Abseits steht, ja, einen Spieler von uns blockt. Dadurch wird er aktiv und dann muss ich leider abseits pfeifen. Wir fordern dann dieses Abseits, sind von der Rolle, dann kommt ein Seitenwechsel, den wir in den Eckball klären und dadurch fällt dieses Tor und das ist natürlich sehr unglücklich. Aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Leistung von uns und ich denke, da konnte sich jeder davon überzeugen. Es hat mich überrascht, dass bei den Platz- und Witterungsverhältnissen heute so ein chancenreiches und torreiches Spiel möglich war. Ja, das war natürlich auch unsere Vorgabe. Wir wollten ein gezieltes Pressing machen. Wir wollten den Gegner zu Fehlern zwingen. Wir wollten ihn in unsere Pressingzone locken. Das ist uns sehr gut gelungen. Dadurch machen wir dann auch die Tore. Und ja, es war ein sehr, sehr schwer bespielbarer Platz. Und trotzdem, ja, haben wir wirklich gezeigt, dass wir riesiges Potenzial haben und dass wir zu Recht da oben stehen. Also allzu groß ist der Ärger über ja, das Nicht-Rankommen an den Tabellenführer nicht? Ja gut, der Ärger ist schon groß, aber ich kann natürlich jetzt nicht hier hinstehen und Trübsal blasen, das geht nicht. Und dafür war es auch ein viel zu schönes Fußballspiel, dafür hat unsere Mannschaft eigentlich viel zu gut hier, ist sie viel zu gut aufgetreten, dass man das jetzt unnötig schlecht reden muss. Natürlich ist es ärgerlich, ja, das ist ja keine Frage. Aber die Welt geht für uns nicht unter, wir haben jetzt immer noch den zweiten Platz. Und ja, alles gut. Nächstes Spiel für euch, Nettingen 2. Was wäre das für ein Spiel? Ja, es wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel. Wir werden da eine junge, sehr bissige Truppe erwarten. Ja, für uns gilt es, die Punkte jetzt trotzdem mitzunehmen in den nächsten 2 Spielen, weil wir einfach den Anspruch haben. Ja, wird ein unangenehmer Gegner. Wir warten es ab. Wir wollen unser Bestmögliches abrufen. Dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ist die Meisterschaft für euch schon außer Reichweite? Im Fußball, ich hatte es letzte Woche schon mal erwähnt, die Liga hat 30 Spieltage und wir spielen sie bis zum Schluss. Und solange es theoretisch möglich ist, die Meisterschaft zu holen, werden wir darum kämpfen. Das wird Bilfingen auch. Und wir glauben bis zum Schluss daran. Auch wenn natürlich die Chancen jetzt geringer sind als vor diesem Spiel. Ne? Und was denkst du, was die Mannschaft diese Saison auf jeden Fall erreichen wird? Relegationsplatz sicher? Ja gut, wenn wir in die Relegation kommen, auch hier spielen wir beide Spiele, dann werden wir sehen, was bei rumkommt. Wir haben das Potenzial, diese Spiele positiv zu gestalten. Dafür ist es jetzt allerdings nötig, dass auch diese paar Prozent, ja, die du brauchst, auch vom Umfeld her kommen, ja, dass wirklich das Umfeld hier im Verein, dass hier wirklich diese Stimmung angehoben wird, den Jungs der Rücken gestärkt wird, dass du dann wirklich diese paar Prozent Motivation mit in die Relegationsspiele nimmst, die ganz arg wichtig sind.
Francesco, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, bis bald.